Hi, Andi hier von Nexus Media. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie wir PayPal in unserem WooCommerce Online-Shop als Zahlungsanbieter hinterlegen können. Und ich sag's dir wie in jedem Video, wenn dir dieses Thema zu technisch erscheint und du willst eigentlich einfach nur Videos und Content produzieren und auf deinem eigenen Videokurs hochladen, dann übernehmen wir den gesamten Website-Aufbau für dich inklusive aller Premium-Plugins. Schau dazu einfach nochmal unten in den Link in der Videobeschreibung und da kannst du gerne diese Dienstleistung von uns buchen. Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für deinen eigenen Videokurs wirst du nicht bekommen. So viel sei dazu gesagt, jetzt schauen wir uns aber an, wie wir PayPal integrieren können. Ich befinde mich in der WordPress-Oberfläche. Wir gehen auf WooCommerce, Einstellungen und sehen dann hier unter dem Punkt Zahlung, dass wir Zahlungsanbieter hinzufügen können. Das haben wir uns schon gemeinsam in der Vergangenheit angeschaut. Was wir jetzt machen, ist PayPal-Standard zu aktivieren. Den Schieberegler, da klicke ich einmal mit der linken Maustaste drauf und schon haben wir PayPal in unserem Shop aktiviert. Wir sehen jetzt hier rechts so ein Tab Konfiguration, da klicke ich einmal drauf und jetzt können wir das Ganze noch so ein bisschen konfigurieren. Also zum einen die Bezeichnung, wie soll PayPal genannt werden? Ich glaube, mit dem Begriff PayPal kann jeder was anfangen. Dementsprechend können wir das so beibehalten. Die Beschreibungen sind in der Regel auch gut, die von WooCommerce direkt kommen. Jetzt müssen wir unsere PayPal-E-Mail-Adresse angeben. Und das war dann im Grunde auch schon alles. Also es ist wirklich PayPal zu verbinden. Super simpel. Es muss natürlich eine PayPal-E-Mail-Adresse sein. Und dementsprechend wollen wir erstmal in die PayPal-Einstellung gehen. Also du öffnest erstmal paypal.com. Wir machen es ganz von Beginn. So sieht das Ganze aus und falls du noch keinen Account hast, dann musst du dich neu anmelden und erstmal deine Daten hinzufügen, dein Bankkonto verknüpfen. Es ist super simpel, du wirst da einfach von PayPal durchgeleitet. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Ich klicke in meinem Fall auf Einloggen, habe hier eine E-Mail-Adresse, die noch von einem anderen Online-Shop ist, gebe mein Passwort ein und logge mich bei PayPal ein. Ich habe eine zweistufige Authentifizierung, würde ich dir auch empfehlen, wenn du gerade als Zahlungsanbieter mit PayPal agierst. Ich glaube sogar mittlerweile ist es Pflicht, das umzusetzen. Das bedeutet, ich bekomme jetzt eine SMS von PayPal geschickt und gebe entsprechend meinen Code ein. Wenn du jetzt bei PayPal eingeloggt bist, gehst du als allererstes oben mal auf deinen Namen und gehst auf Profil und Einstellungen, dann kommst du auf diese Seite und hier kannst du unter anderem auch die zweistufige Verifizierung hinzufügen, sodass du eine SMS bekommst, wenn du dich quasi einloggen willst bei PayPal. Du kannst Telefonnummern hinterlegen, was ganz wichtig ist und auch verschiedene E-Mail-Adressen und vielleicht willst du extra für dieses Geschäftsmodell nochmal eine andere E-Mail-Adresse hinterlegen, als die, mit der du dich ursprünglich bei PayPal angemeldet hast. In dem Fall kannst du dann hier auf Bearbeiten gehen und eine neue E-Mail-Adresse hinzufügen. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, und wenn du diesen Videokurs von vornherein verfolgst, hast du vielleicht auch schon bei IONOS von 1&1 deine Domain angemeldet. In dem Fall logge ich mich jetzt nochmal bei 1&1 ein, sehe hier oben im Menü unter Domains, wenn ich da draufklicke, meine Domains, also in diesem Fall video-rockstars.de, und kann jetzt hier neue E-Mail-Adressen hinzufügen. Ich gehe auf das Zahnrad und sage E-Mail-Adresse anlegen. Sage, ich könnte jetzt Mail Basic nehmen. Das ist also wirklich ein E-Mail-Postfach. 2 GB sind dafür, dass es rein um Text geht, eine ganze Menge. Ich benutze 1&1 sowieso sehr selten. Wir könnten aber auch sagen, beispielsweise E-Mail-Weiterleitung. Das bedeutet, alle E-Mails, die du dann empfängst, werden quasi automatisch weitergeleitet. Wenn ich jetzt hier auf Anlegen klicke, könnte ich beispielsweise sagen, ich nenne das Ganze jetzt Zahlung @video-rockstars.de soll weitergeleitet werden auf meine Haupt-E-Mail-Adresse, die ich eigentlich immer verwende. Ich kann auch noch andere Weiterleitungsziele hinzufügen. Nur, dass wir das so ein bisschen sortiert haben oder du sagst, es bekommt eben eigenständiges Postfach. Ich klicke jetzt einfach mal auf Speichern und habe jetzt schon meine E-Mail-Adresse angelegt. Also zahlung@video-rockstars.de, kann wieder zurück auf PayPal gehen, klicke hier oben auf das Plus und sage zahlung@video-rockstars.de. E-Mail-Adresse hinzufügen. Natürlich musst du diese E-Mail-Adresse dann auch noch bestätigen und der Bestätigungslink wurde jetzt automatisch natürlich nicht an diese E-Mail-Adresse geschickt, beziehungsweise eigentlich schon, aber es wurde weitergeleitet auf die E-Mail-Adresse, die ich hinterlegt habe. Ich schaue das gerade mal auf meinem Smartphone nach, ob schon was ankam. Dann muss ich mich jetzt nicht extra gesondert einloggen. PayPal E-Mail-Adresse bestätigen. Da drin habe ich einen Button, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Den habe ich jetzt ausgewählt und habe die E-Mail-Adresse bestätigt. Wenn ich jetzt die Seite neu lade, muss ich mich wahrscheinlich neu anmelden erstmal. Genau. Ich kann mich mit der alten E-Mail-Adresse anmelden, kann aber auch die neue schon verwenden. zahlung@video-rockstars.de. Das Passwort von PayPal bleibt das gleiche. Ich muss das Ganze natürlich wieder zweistufig authentifizieren, weil ich es aktiviert habe. Bekomme wieder eine kurze SMS an meine Nummer geschickt und ich bestätige das und bin jetzt automatisch mit meiner neuen E-Mail-Adresse eingeloggt. Dann hast du vielleicht einfach über die E-Mail eine bessere Struktur
und sehe jetzt hier quasi auch nicht mehr, dass ich diese E-Mail-Adresse bestätigen muss, weil ich das gerade getan habe. Okay, das bedeutet, wir können jetzt auch diese neu hinzugefügte E-Mail-Adresse einfach per Steuerung C, kopiere ich mir die, gehe zurück in WooCommerce und sage, das ist die E-Mail-Adresse, die ich als Zahlungs-E-Mail hinterlegen möchte. Und im Grunde war es das schon. Die Empfänger-E-Mail-Adresse spielt erstmal keine Rolle. Und das war soweit. Wir können noch einen Rechnungspräfix hinzufügen. Also quasi danach kommt dann eine Rechnungsnummer. Also was soll da vorstehen? Ich könnte jetzt zum Beispiel VR für Video Rockstar als Abkürzung nehmen. Und ansonsten war es das erstmal. Wir müssen natürlich diese Zahlungsmethode jetzt auch noch testen. Ich klicke einmal auf Änderung speichern und gehe jetzt erstmal auf Produkte erstellen und will ein neues Produkt hinzufügen. Vielleicht hast du schon ein Produkt erstellt. Falls nicht, wir wollen das in einem eigenständigen Video nochmal im Detail machen. Das soll jetzt wirklich ganz simpel erstmal sein. Also es ist ein einfaches Produkt, es ist virtuell und der Preis beträgt 1 Euro. So können wir das nämlich dann auch nochmal wirklich live testen und 1 Euro investieren, denn PayPal behält natürlich auch prozentual eine Kleinigkeit ein, aber bei 1 Euro ist das definitiv verkraftbar. Und ich muss dem Produkt natürlich noch einen Namen geben und nenne das Produkt jetzt einfach mal Zahlung Test. Klicke auf Veröffentlichen. Und habe jetzt ein Produkt angelegt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist erstmal in eine Testumgebung zu gehen. Und dafür rufe ich auf developer.paypal.com. Und das ist nochmal ein anderes Backend-System von PayPal. Ich bin aber immer noch als Andreas angemeldet. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich damals einen Account für PayPal Developer erstellen musste. Falls ja, ich glaube, du musst dich einfach mit deinen Daten von deinem eigentlichen PayPal-Account hier einloggen. Und wenn ich jetzt hier auf My Account gehe, dann öffnet sich hier links so ein Navigationsmenü. Unter anderem auch die Reiter Sandbox. Da gehe ich jetzt auch auf Accounts und habe da auch bereits schon Accounts hinterlegt. Und Sandbox bedeutet so viel wie, du bist in einer sicheren Box, wo du einfach mal deine Zahlungsart quasi austesten kannst, ob sie überhaupt funktioniert. Und genau das wollen wir jetzt tun, ohne quasi wirklich dafür Geld zu investieren. Und wenn du hier bist, dann habe ich in meinem Fall schon 2 Sandbox-Accounts. Du kannst neue erstellen. Ich klicke mal hier auf Create Account und kann einmal die Rolle als Personal Buyer einnehmen oder als Business, also den Merchant Account. Und ich will jetzt erstmal ein reiner Personal Buyer sein, also quasi der von außen auf die Seite zugreift und darüber einkauft. Ich hinterlege mal Germany und sage Create. So, ich habe jetzt also hier ein Personal automatisch erstellt und jetzt erstelle ich noch einen Account und sage, diesmal ist es ein Business Merchant Account. Germany und Create. Wir gehen erstmal in den Personal Account und wenn ich hier einmal draufklicke, dann öffnet sich ein neues Fenster. Ich kann jetzt hier rechts über diese 3 Punkte auf View Edit Account klicken und es öffnet sich jetzt eben der Account. Wir haben also jetzt hier unseren Business Type und unseren Personal Type. Wir gehen zurück zu WordPress. Ich gehe wieder auf WooCommerce. Und möchte in die Einstellung. Jetzt kann ich wieder auf Zahlungen gehen. Sehe hier unten PayPal Standard, Verwalten. Und wir sehen hier PayPal Sandbox aktivieren. Da gebe ich dem Ganzen ein Häkchen, dass wir einfach mal ein paar Bestellungen testen können. Sandbox API Benutzername. Und jetzt gehen wir zurück hier in unsere Sandbox Einstellung unter Business auf diese 3 Punkte. View Edit Account. Es öffnet sich ein kleines Fenster und hier oben haben wir jetzt noch API Credentials. Wir haben jetzt hier so eine Nutzer-E-Mail, Nutzer-Passwort bekommen und eben API Credentials. Ich klicke da 3-mal drauf, dann markiert er mir direkt die ganze Zeile und Steuerung C zum Kopieren. Und Benutzername, Steuerung V einfügen. Ich gehe wieder zurück, Passwort, Steuerung C kopieren, Steuerung V einfügen und wir haben noch eine Signatur. 3-mal draufklicken, Steuerung C und Steuerung V. So, Änderung speichern. Jetzt haben wir unsere Sandbox aktiviert und testen das Ganze direkt mal aus. Und zwar gehen wir jetzt auf die Produktseite. Ich schaue mir nochmal alle Produkte an und klicke hier bei der Seite auf Anschauen bzw. öffne das gerade oben in einem neuen Tab in meinem Browser. Bin also jetzt direkt auf der Produktseite, sage in den Warenkorb, das sind Einstellungen, die so schon von WooCommerce kamen, Warenkorb anzeigen. Jetzt habe ich hier ein Produkt, das hat noch kein Bild, also soll jetzt gar nicht hübsch sein. Wir wollen es eben wirklich nur testen. Ich sage, ich möchte damit weiter zur Kasse gehen, kann jetzt hier alles ausfüllen und habe hier unten die Zahlungsart PayPal. Das ist jetzt eine ganze Menge, das passen wir entsprechend in der Zukunft noch an. So, Hauptsache wir füllen diese wichtigsten Infos aus. Telefon, jawohl. Ich sage, ich möchte das Ganze mit PayPal bezahlen. Weiter zu PayPal. Und kann jetzt hier meine Nutzerdaten von PayPal angeben. Was ich jetzt aber mache, ist das hier wieder zu schließen und jetzt auf den Personal Account zu gehen. Also jetzt aus Kundensicht agieren wir theoretisch. View Edit Account. Und auch hier bekommen wir jetzt quasi Login Credentials. Einmal eine E-Mail-ID.
Die kopiere ich mir wieder mit STRG C hier rein und wir bekommen hier auch ein generiertes Passwort, STRG C und STRG V. Ganz wichtig hierbei ist, dass du beachtest, dass wir hier oben in der URL eine Sendbox haben. Also auch PayPal erkennt das Ganze quasi jetzt in dem Moment. Ich gehe auf Einloggen und bekomme jetzt hier Zahlungsoptionen angezeigt. Die kommen von PayPal. Also ich habe keine Bank in den Niederlanden oder was das ist und keine Visa-Card. Ich sage, ich bezahle jetzt mit meinem PayPal-Guthaben. Du kannst theoretisch alles durchweg austesten und kannst auf Jetzt bezahlen klicken. Ich würde dir auch empfehlen, langfristig einfach alles mal durchzutesten, bevor du wirklich live gehst mit deinem Online-Shop. Und normalerweise sollte das jetzt funktionieren, ohne dass wir Geld eingesetzt haben. Und zack, sie haben 1 Euro gezahlt. Zahlen mit PayPal, PayPal Guthaben und ich sage, ich möchte zurück zum Händler. So, und ich bin auf der Bestellung erhalten, beziehungsweise auf der Dankenseite. Das erkenne ich hier oben an dem Permalink Order Received. Und die Bestellung ist also bei uns eingegangen. Wenn wir jetzt zurück zu WordPress gehen und ich bin bei WooCommerce und gehe auf Bestellung, dann sehe ich auch, dass hier eine Bestellung eingegangen ist und zwar vor 2 Minuten. Die kam von mir und über 1 Euro. Das bedeutet, die gesamte Bestellabwicklung hat funktioniert. Und so können wir das eben mit allen Produkten theoretisch reihdurch testen. Also das ist echt ein cooles Tool, was uns da PayPal an die Hand liefert, machen aber alle Zahlungsanbieter. Also auch Stripe gucken wir uns in der Zukunft noch an. Und da können wir uns quasi auch in einer Sandbox bewegen. Diese Bestellung, die will ich trotzdem wieder rauslöschen. Ich markiere mir das Ganze und bei Aktionen sage ich in den Papierkorb verschieben und übernehmen. Und habe diese Bestellung, um nichts zu verfälschen, wieder rausgelöscht. Ganz am Ende würde ich sogar versuchen, wirklich mal eine Bestellung vom Videokurs abzuschließen ohne Sandbox. Deswegen haben wir auch erstmal ein Produkt einfach exemplarisch mit 1 Euro angelegt. Da tut es, denke ich, nicht weiter weh. Ich meine, den Euro, den bezahlen wir letztlich auf unser eigenes Konto. Wir geben nur prozentual 3% oder sowas an PayPal ab. Wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit, Plugins zu verwenden. Das will ich dir auch nochmal zeigen. Also direkt einen PayPal-Checkout quasi. Und ich möchte ein Plugin suchen und sag mal PayPal. Und habe hier zum Beispiel PayPal Plus für WooCommerce, was eigentlich ganz cool ist. Wobei ich da in der Vergangenheit so ein bisschen negative Erfahrungen gemacht habe. Aber darüber habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video gesprochen. Deswegen will ich das nicht weiter aufsetzen. Das ist insofern cool, dass sich Nutzer quasi gar nicht anmelden müssen und direkt mit PayPal alles bezahlen. Aber bei unserem Geschäftsmodell, einem Videokurs, ist es wichtig, dass die Nutzer sich anmelden, damit sie eben den Videokurs auch online nutzen können. Deswegen kommt es jetzt in dem Fall für mich nicht in Frage. Wir haben hier WooCommerce PayPal Gateway. Und ich klicke mal auf Jetzt installieren. Ich gehe wieder auf WooCommerce, Einstellungen und auf Zahlungen. Hier in dem Bereich der Zahlungen hat sich jetzt einiges verändert, weil ich das Plugin PayPal nochmal gesondert als Gateway für WooCommerce installiert habe. Wir bekommen hier viel mehr PayPal Options und sehen hier zum Beispiel PayPal Advanced, also Credit Card oder PayPal Pro. Payflow ist auch die Kreditkartenzahlung, die wir einbinden oder PayPal Pro. Unter anderem sehen wir hier auch, und das meinte ich eben, PayPal Express, also dass man quasi mit einem Klick direkt bezahlt und das Produkt hat. Das ist cool, wenn man Produkte zum Download oder so hat, wo man wirklich keinen Account abschließen muss, wo man aber ein Konto abschließen muss, würde ich das nicht empfehlen, weil es mir da in der Vergangenheit eben schon passiert ist, dass jemand keinen Account abgeschlossen hat und dann eben entsprechend seine, in dem Fall Videokurse nicht anschauen konnte. Nur um es dir mal kurz gezeigt zu haben, wir können auch hier in die Konfiguration reingehen und jeder dieser PayPal Gateways hat eben die Funktion, dass wir hier eine Sandbox Client ID und die Secret ID hinterlegen können und quasi auch darüber in der Sandbox einkaufen bzw. bestellen können, um das Ganze einfach mal zu testen. Hier zurück bei PayPal Developers haben wir auch noch die Möglichkeit, bei Credit Card Generator links im Navigationsmenü drauf zu klicken und hier können wir dann auch. So, ich muss mich erst noch einmal neu anmelden. Ich bin jetzt rausgeflogen. Jetzt bin ich hier oben wieder auf meinem Dashboard, sehe die Navigationsleiste links und habe hier die Möglichkeit, auf Credit Card Generator zu klicken. Und das macht eben genau, was es verspricht. Wir können uns Kreditkarten generieren lassen, um quasi, wenn wir jetzt PayPal anbieten wollen, also quasi in Form von einer Kreditkartenzahlung, dann können wir uns hier Kreditkartennummern etc. generieren lassen. Und wenn wir uns in der Sandbox eben bei WooCommerce befinden, können wir mit diesen Kreditkarten-Credentials einkaufen. Wir können hier auch verschiedene verwenden, American Express beispielsweise. Er spuckt mir immer diese generierten Daten aus und wichtig ist eben, dass die Sandbox aktiv ist. So können wir diese Tests durchführen und eben auch über PayPal Plus die Möglichkeit einbeziehen, Kreditkartenzahlungen über PayPal anzubieten. Das wollen wir aber in der Zukunft mit Stripe machen. Ich habe im letzten Video schon mal gesagt, ich bin ein Freund davon, gerade wenn man unternehmerisch denkt, Risiken so ein Stück weit zu verteilen. Und genau das wollen wir machen, indem wir nicht von einem Zahlungsanbieter abhängig sind, in dem Fall PayPal, sondern verschiedene quasi mit einbeziehen, falls ein Zahlungsanbieter mal
ausfallen sollte. Ich glaube nicht, dass die Server irgendwann mal down gehen, aber es kann natürlich immer passieren, dass was mit deinem Konto nicht stimmt, es wird gesperrt und Personen können einfach gar nicht mehr dann auf der Website bezahlen. So wollen wir eben noch andere Optionen offen halten. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und so einen kleinen Einblick gewähren, wie wir den Zahlungsanbieter PayPal mit WooCommerce verknüpfen können und auf unserer Seite einbinden können.